Hallo, hier ist der Feierpflicht, geh mal herzlich. Oh, halt die Fresse! Was gibt's denn zu viel Spacko hier? Und herzlich willkommen zu einer Runde Battlefield Heroes auf der Map Mitternachtsmassaker. So, heute sind wir mit dem Gunner unterwegs und jetzt habe ich mal ein ordentliches Thema. Und zwar heißt das, ist der Gunner zu schwach? Auf die Idee bin ich gekommen, als ich einen Forum-Beitrag gesehen habe, wo drin steht, dass man den Gunner verstärken muss. Also es ist jetzt auch gerade wieder hier ein Live-Commentary. Wie... Oh, scheiße. Was machen die Low-Levels eigentlich hier schon wieder? Na gut, da wollte ich jetzt mal eine Stellungnahme zu einzelnen Punkten, die da stehen, machen. Zum Beispiel steht da, die Keks sollen, also diese Fässer, sollen 50 mehr Schaden machen. Dann wäre ja gleich ein Commando Instant Down. Das sollen die schon sagen. Selbst wenn ich Sniper spiele, kotzt mich das schon an, wenn ein Soldier Nate Spam wirft, denn der Gunner nicht auch noch. Gehen wir bloß mal die hier weg. Aha. So, was steht denn hier noch drin? Er braucht mehr maximales Leben. Also ich glaube 150 ist eigentlich auch genug. Dann, er soll ein Schild haben wie das Elixier. Also ich glaube, dann meint er, man müsste auch noch schnell durch die Gegend laufen, sobald das Schild aktiviert wird oder so. Also ganz ehrlich, ich finde diesen Forum-Beitrag von diesem einen Typen im Forum, ziemlich nutzlos und behindert. Also, ich sage jetzt hier keinen Namen oder so. Aber ich meine, der Gunner, der ist vollkommen in Ordnung. Vollkommen. Man muss halt bloß Battlefield Heroes spielen können, dann kann man, glaube ich, auch mit dem Gunner umgehen. Es ist zwar schon ein bisschen vom Nachteil, dass man mit dem Gunner Probleme bekommt, wenn man jetzt, naja, nicht so das Aim hat, wie ich vielleicht etwas manchmal. Ha, gefressen. Weil man ist wirklich mit dem Gunner gezwungen, immer ins 1-1 zu gehen. Also meistens, wenn man normal Gunner spielt. Fuck, das war dämlich. Ich dachte, der kommt hier rum. Oh ja, ist Airborne Assault. Und den auch noch mit meinem Gunner hier. Oh. Shit. Oh ne, das wird schon wieder hier so ein Base Rape Video. Und das Einzige, was mich persönlich am Gunner ankotzt, ist, dass sie den, dass sie die IQ Grenades verschlechtert haben. Weil ich bin der Meinung, setzt man IQ Grenades ein, dann kann man nicht von Granaten getötet werden. Weil das einfach mal, das ist doch witzlos. Weil ich meine, ich werde so oft von Nate Spam gekillt, obwohl ich IQ Grenades einsetze. Weil die ziehen mir trotzdem noch ein bisschen Leben. Du Kacke, der Server ist, glaube ich, ein bisschen zu low für mein Level. Ne, hier ist ein Level 30er. Ah, da ist ein Level 30er. Ich noobbäche nicht. Das da steht da nicht. Ja, das müssten die meiner Meinung nach wieder so machen, wie es mal war, weil das war ja eigentlich mal ganz ordentlich und dann wurde es runtergesetzt. Oder sie müssten machen, dass das Aufessen der Granaten dem vielleicht ein bisschen mehr Leben gibt. So. Das könnte man noch zum Gunner sagen. Achso, und ich bin mit den anderen Fähigkeiten insgesamt vollkommen zufrieden mit dem Gunner, sonst würde ich den ja jetzt nicht als meinen Haupthelden nehmen, wenn ich den Gunner zu schlecht finden würde. Und, ja, was hat der denn hier noch für Stichpunkte stehen? Ich habe das hier alles links neben dem Bildschirm, wo ich hier spiele. Was steht denn da noch? Das ist Englisch, das kann ich nicht entziffern. lol, was ist das denn für ein Punkt? Er hat geschrieben, sobald man Legit anhat, muss man halt, soll der Gunner wie so ein Tank wirken und die Gegner wegrammen und Schaden machen. Ey, das ist aber mal eine coole Idee. Aber wenn man alles so einführt, was er da aufgeschrieben hat, dann ist doch der Gunner mal übel OP. Ja, ich werde von links angeschossen, das ist mir jetzt auch egal. Ich wollte da hinten eigentlich bloß einen Typen töten, fuck. Och, Manu. Oh Mann, ey, ich bin übel schlecht und ich habe irgendwie das Gefühl, das Gesamtlevel von dem Server ist Level 20, ey. Okay, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Es soll eine Möglichkeit geben, drei Fässer zu werfen, also mit einer Fähigkeit, glaube ich, von einer Chance, also von 75%. Das heißt, von dreimal werfen, also von, wenn man viermal wirft, sind dreimal drei Fässer dabei. Und jetzt stellt euch mal vor, man hat drei Fässer, die jeweils noch 50 Punkte mehr Schaden machen als das normale Fass. Ja, ich glaube es auch. Dann machst du das Gegnerteam ja instant kaputt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nur ein Scherz. Nur ein Scherz. Ja.
Aber ist gar nicht 1. April. Ah, jetzt bin ich in dieser sogenannten 1 und 1. Na gut, es waren zwei Situationen und wenn man dann mit dem Aim fehlt, hat man verkackt. Also habe ich schon erwähnt, dass ich den Gunner jetzt das erste Mal seit 2 Wochen wieder ausgepackt habe, weil ich bin bloß mit dem Sniper durch die Gegend gelaufen, jetzt immer wenn ich gespielt habe. Weil ich das Quickscope nochmal ein bisschen besser üben wollte und weil ich auch ein paar Clips machen wollte und ja. Und ihr denkt euch jetzt schon wieder, der mit seinen Ausreden. Ha. Oh. Ihr kriegt mich niemals! Bam! Oh. Nein! Jetzt ganz im Ernst! Warum? In jedem meiner Videos passieren mir so bescheuerte Dinge, ne? Ich spiele eigentlich ganz normal und in so eine bescheuerten Dinge. Mann! Es kommt wieder voll dämlich. Ha. Mein Low Level! Uhu! Yeah, jetzt wird hier abgetötet. Ihr seht ja auch hier, der Gunner, selbst wenn man ihn nicht spielen kann, ist ja nicht zu schlecht, dass man damit keine Leute killen könnte. Oh, jetzt wird es aber langsam knapp hier. Ah, Polen ist offen. Fuck. Oh Mann, ich muss mehr Gunner üben, weil das ist wirklich so ein schöner Held. Finde ich am besten von allen. Nein, das wird jetzt knapp, das wird knapp. Aber ich will den Kill haben. Oh, er hat den Kill und er hat es überlebt. Yay. Und was war das jetzt? Warum? Okay. Kann man mal noch ein Pflaster verschwenden. Und im Gegensatz zu den anderen Klassen, also klar, wenn man bloß Gunner spielt, dann merkt man irgendwann, dass der ein paar Nachteile hat. Aber dafür hat er auch große Vorteile. Weil ich meine, Friendly Fire ist so eine geile 1-on-1-Fähigkeit. Und jeder, Mando. Meine Gunner kriegst du kaum 1 und 1 tot, weil der hat so viel Leben und bla bla bla. Aber das Kek ist wirklich so eine Totschlagfähigkeit im Gegensatz zu dem Sniper, weil. Oh fuck. Weil, wenn der Mando jetzt zum Beispiel mit Elixier weglaufen will und du triffst ihn mit dem Kek, dann slowt dich das Kek und zieht der. Ja, sagen wir, wenn man das auf voller zieht, glaube ich, 50 Leben oder so. Und dann ist man dem Gunner sozusagen einfach ausgeliefert. Obwohl man voll im Leben und Elixier unterwegs war. Oder man ist ganz overskilled und tötet den Gunner dann noch irgendwie. Naja. Und jetzt überlege ich mal gerade, was hat denn der Soldier für Nachteile? Ha, was hat denn der überhaupt für Nachteile? Nate Spam OP. Der Rest ist eigentlich ganz normal. Kann durch Wände gucken. Na gut, okay. Ich glaube, der Soldier ist noch ziemlich gut. Aber in einem 1-1 mit dem Soldier ist es, finde ich, trotzdem ausgeglichen. Meine Fresse ist da schlecht gewesen eben. Also wenn ich jetzt ein 1-1 mit dem Soldier hätte, wäre das ausgeglichen. Es kommt halt drauf an. Ah, jetzt habe ich es. Der Soldier ist im Nahkampf nicht sehr besonders. Also nicht, er ist schon stark, aber nicht so stark wie der Gunner. Das ist es. Dass wenn die zum Beispiel auf Nähe, also wenn zwei gleich starke, einer mit dem Gunner, einer mit dem Soldier auf Nähe zusammenstehen, dann wird der Gunner gewinnen. Und wenn die auf weiterer Entfernung stehen, dann packt der Soldier einfach seine Pistole aus und dann, ja, hätte ich gesagt, gewinnt der Soldier. Das war's mal wieder und na, ich finde nicht, dass der Gunner jetzt irgendwie verstärkt werden müsste, vielleicht außer Alt Grenades, weil das kotzt mich schon an, dass ich denn trotzdem noch von Grenades sterbe. Ja, das wollte ich bloß mal gesagt haben. Tschüss, euer Fireflash Gamer. Ach so, und ich wollte sagen, ich bin ziemlich schlecht bedient jetzt mit meinen Themen. Das habe ich mir gerade aus dem Forum gesucht. Wenn ihr einen Themenvorschlag habt, dann bitte in die Kommentare, damit ich das nächste Mal in weiteren 3 Tagen also beantworten kann. Also, wir sehen uns in 3 Tagen. Tschüss, euer Fireflash Gamer.